your number one gym to be. Stay strong, healthy and fit. Get ready for your Fit 7-Eleven home workout. Hi zusammen, hier bei Fit 7-Eleven starten wir jetzt zusammen in ein HIIT-Training, High-Intensity Intervall. So, wir haben hier einiges vor uns. Wir starten mit einer kleinen Erwärmung und danach heißt es hier feuerfrei, Musik an und hier ordentlich Gas geben. Ich hoffe, ihr seid dabei. Mein Name ist Markus. Schön, dass du hinter dem Bildschirm dabei bist. Wir haben zusammen viel Spaß. So, los geht's mit einer kleinen Erwärmung, damit wir hier ordentlich in unser Training starten können. So. Sehr gut. So, deine Knie sind ganz leicht gebeugt, Oberkörper ist aufrecht. Und wir ziehen hier mal die Schulter nach hinten. Wir kreisen deine Schulter. Auf geht's. Große Kreise. Hier mal schön den Schultergürtel mobilisieren. Brauchen wir heute. Es wird ein bisschen schulterlastig. So, gib mir mal hier mehr Tempo. Auf geht's. Yep. Come on. So, bei mir im Kurs. Ich komme hier aus Aschaffenburg, da heißt es einfach immer Spaß haben. So, nimm mal hier die Hände zur Seite und verdreh dich mal. Komm in die Seiten rein. Andere Seite. Okay, letztes Mal. So, jetzt nimm mal hier deine Hände nach vorne und richte dich hin. Rücken rund und hier gerade. Auf geht's. So, komm mal hier einmal in die tiefe Kniebeuge. Auf jetzt Brust hier schon stolz, jetzt streckst du mal deine Beine aus. Komm hier in den Stretch. Nochmal hier langsam tief. Und nochmal langsam in den Stretch nach oben. Nochmal hier tief. Achtung, halt und dreh dich mal auf die richtige Seite. Und komm hier wieder tief. Einmal die Beine strecken. Setz dich wieder tief. Jetzt linke Seite. Richte dich auf und komm mal hier in die Rotation. So, Becken bleibt nach vorne ausgerichtet. Nur der Oberkörper verdreht sich hier. So, setz dich mal hier in den tiefen Squat und komm langsam wieder hoch. Schön tief und nach oben. So, wir werden ein bisschen schneller. Auf geht's. Tief und hoch. Komm, setz dich hier schön weit nach hinten runter. Letztes Mal wirst du mal dein rechtes Knie hier nach oben kreisen. Mal. Im Wechsel. Hier schöne große Kreise. Ah ja, und das Becken schön geschmeidig machen. So, Achtung, zieh mal rechtes Knie nach oben. Jetzt machst du einen Schritt hier nach rechts. Setz dich tief. Drück dich hoch, nimm dein Knie wieder hoch. Und absetzen. Linkes Knie hoch. Mach einen Schritt hier nach hinten. Hoch, weit nach hinten strecken. Komm hoch und tief. Nochmal hoch. Hier zur Seite. Drück dich hoch. Und tief. Popo weit nach hinten unten. Das Ganze machen wir mal ein bisschen schneller. Komm mal. Yep. Noch zwei davon. Sehr gut. So, zieh mal hier dein Knie nach oben im Wechsel. Okay. Hier schön nach oben. Nimm mal die Hände an den Kopf. Es geht hier, dein Ellenbogen Richtung Knie. Sehr gut. So, wir machen es jetzt mit ausgestreckten Beinen. Deine Fingerspitzen möchten wir die Zehen berühren. So, Tap to Jack, hier zur Seite. Schulterblätter. Ziehst du zusammen. Wir gehen in den Jumping Jack. Komm. Oh, yep.
Wir bringen den Puls nach oben. So schön leise landen. Und hier nochmal Tap to Check. Yep. So, einmal hier, der Skater langsam. Komm wieder hier zur Mitte. So, wenn du möchtest, nimm deine Hand hier auf den Boden. Dann musst du noch mal so ein Stückchen tiefer kommen. Das Ganze macht wieder mal ein bisschen mehr Tempo. Auf jetzt. Sehr gut. Komm, ich hoffe, ich habe die Musik so ordentlich aufgedreht, dass wir ein bisschen Party ins Wohnzimmer kommen. So, zieh dein Knie hier nach oben. So, der DJ hier im Studio kann gerne die Musik noch mal so ein bisschen nach oben aufdrehen. Sehr gut, auf geht's. Noch mal weiter nach oben. Und das war unsere kleine Erwärmung. Perfekt. Sehr gut. So, bleib hier in Bewegung. Jetzt haben wir alle nötigen Muskelgruppen mal auf Betriebstemperatur gebracht. Aber wir wollen natürlich unseren Puls hier in ungeahnte Höhe nach oben bringen. Wir starten mit einem kleinen Booster. Wir haben 4 Übungen. Machen wir jeweils 15 Sekunden. Nach einer Runde haben wir eine kurze Pause. Insgesamt starten wir mit 4 Durchgängen. Nach der Hälfte denke ich so, oh mein Gott, wie halte ich das durch? Oh, das schaffen wir. So, 15 Sekunden durchatmen gebe ich dir noch. Sehr gut. So, wir beginnen mal hier auf der Stelle zu joggen. So, nimm mal deine Hände nach oben. Are you ready? Wir punchen nach oben. Come on. Punch, punch, punch. Yeah. So schön die Hände zum Himmel nach oben strecken, wollte ich schon sagen. 4, 3, wir kommen in Jumping Jacks. Auf jetzt. Yeah. Komm und zieh an. 4, 3, 2, High Knee Run. Komm und Knie nach oben. Ladies and Gentlemen, hör damit. Noch 4. Komm und komm und. 3, 2, als wir gehen in den Skater. Komm on. Komm on. Ice Skating. Yep. So, jetzt sind 4, 3, 2, starten von vorne. Schau dir ein Punch nach oben. Yep. So, erste Runde haben wir geschafft. Das geht noch. So, Jumping Jack. Komm. So, ich hoffe, ihr habt gute Laune. Ah, doch. So langsam kommt sie. So, High Knee Run. Auf geht's. So, wir sind eure Knie. Die möchten hier nach oben. Vier, drei, zwei. Wir skaten, come on. Sehr schön. 4 noch. 3, 2 und 15 Sekunden Pause. Halbzeit. Insgesamt noch 2 Runden. Bleib kurz in Bewegung. Atmen. 4, 3, 2, Chalk and Punch, come on. Yeah. Volle Energie. Und dann rocken wir zusammen hier unser Workout. 4, 3,
2, Jumping Jack. Jetzt heißt es hier kämpfen. So, Kondition ist gefragt. Und der Puls ist ganz, ganz weit oben. So, High Knee Run. Come on, come on. Knie höher. Jeder Millimeter zählt. Wuhu, 4, 3, 2, es geht. So, und jetzt heißt es Zugabe, unsere letzte Runde von vorne, Chuck and Punch. Und es wird anstrengend. Aber die letzten knapp 60 Sekunden. Da machen wir eine kurze Pause. Jumping Jack. Komm, du bleibst bei mir. Das ziehen wir jetzt zusammen durch. Also gib mir High Knee Run. Komm, letzte Runde High Knee. Dann möchte ich nochmal, dass ihr alles gibt. Wo sind eure Knie? So, wie Skater. Letzte Runde. Komm, da gibt's noch 4. Noch 3, 2. Und das ist deine Nummer 1. Kurz in Bewegung bleiben. Atme. Sehr schön. Das war der Booster. Ihr dürft gerne mal hier euer Handtuch nehmen und gerne mal hier die Schweißperlen von euch wischen. So, gerne einen Schluck trinken, wenn ihr braucht. So, jetzt heißt das hier klassisches Intervalltraining. Wir machen 45 Sekunden Belastung, 15 Sekunden Pause. Wir haben immer 2 Übungen, die wir abwechseln. Wir machen das Ganze 2 Durchgänge. Alright. So. Übung Nummer 1. Ich erkläre die Übung immer ganz kurz, weil wir hier dann schnell durchgehen können. So. Du kommst hier in den hüftschmalen Stand. Dann springst du hier einmal nach vorne, setzt dich hier tief. Läufst hier zurück und dann hier einmal nach oben. Also vorspielen, zurück und hoch. Das lass in deinem Tempo machen. 45 Sekunden. So, Übung Nummer 2. Du kommst auf deine Matte. Hände unterhalb der Schulter. Körperspannung, Rumpf ist fest. So, es gehen deine Füße hier auf und zu. Das kennst du. Gleichzeitig nehme ich unsere Hände abwechselnd nach vorne. Alright. Ziel ist es nur, 45 Sekunden durchzuhalten. Tempo darfst du frei wählen. So, 15 Sekunden, dann starten wir. Oh, you will love it, I promise. So, nochmal die Haare richten. Und dann starten wir jetzt einen Jump nach vorne, Trippings zurück und Jump nach oben. Auf geht's. Komm, 45 Sekunden. Dein Tempo. Komm, hier großer Schritt nach vorne, setz dich tief und möglichst weit hoch springen. Komm, ein Drittel hast du schon. Huhu. Yep. Komm, bleib bei mir und kämpfe. So, 15 Sekunden noch. Letztes Mal. Kurze Verschnaufpause. Mal hier locken. Übung Nummer 2, du kommst auf deine Matte. Popo fest. Und jetzt gehen hier deine Füße auseinander, deine Hände nimmst du vorne. Auf geht's. Come on. Dein Tempo darfst du natürlich wählen. Du kannst es gerne auch langsamer machen. So 30 Sekunden. 4. Auf geht's. Geh an deine Grenze.
15 Sekunden. Zieh durch. Auf geht's. Das packst du. Noch 4. Gib mir noch 3. 2. Und kurze Pause. Komm nach oben. Sehr schön. So, Durchgang Nummer 2. Wir jumpen nach vorne. Trippings zurück. Und jetzt jump nach oben. Are you ready? Let's go. Komm, komm. Hier. So. Ich möchte, dass du hier bei dem Jump schön tief gehst. In den Deep Squat. Yep. So. Ziel in sich 15 Sekunden. Und geschafft. Oh ja, das geht auf die Pumpe. So, auch jetzt. Tief auf die Matte mit euch. In die High Plank. 45 Sekunden. Kämpfe. Los geht's. Schön die Arme nach vorne strecken. 30 Sekunden. Ihr denkt euch wahrscheinlich, oh mein Gott, was macht der denn hier für crazy stuff? Okay, man muss sich ja auch hier mal herausfordern. So, auf geht's. 15 Sekunden. Und geschafft. Sehr gut, du hast eine Minute Pause. Ich erkläre euch kurz die nächsten zwei Übungen, wenn ihr gerne mal einen Schluck trinken könnt. Cheers! So, wir kommen in eine Art Seitstützposition. So. Dein vorderes Bein ist hier ausgestreckt, dein hinteres Bein angewinkelt. Dir hältst du an deinem Kopf. Jetzt machst du hier einen Tap nach vorne, zurück und hebst dein vorderes Bein an. Ach, schön. Was für die seitlichen Bauchmuskeln. So, dann legen wir uns auf den Rücken. Hier Ausgangsposition, Ellenbogen berühren die Knie. Und dann gehen wir hier nach hinten, tappen. Mit den Zehenspitzen im Boden und kommen, ziehen sie wieder zusammen. Das sind unsere beiden Übungen. Schön für die seitlichen und geraden Bauchmuskeln. So, die letzten 15 Sekunden kommen hier in eine Seitstützposition. Ellenbogen, Schulter eine Linie. Und jetzt hier einmal vor und hier Bein langziehen. Tap nach vorne und hier langziehen. Wunderschön. So, 30 Sekunden. Ach, die erste Runde geht, ne? So, auf geht's. Ein Drittel noch. Yeah. Durchhalten. Kämpfe. Bis zum bitteren Ende. So, letztes Mal. Und geschafft. Leg dich auf den Rücken. Huhu. So. Ellenbogen klemmt sich, zieht sich in die Knie. Du machst im langsamen Tempo nach hinten. Und ziehst dich hier wieder zusammen. Tap. Und hier zusammenziehen. Deine Zehenspitzen dürfen gerne den Boden leicht berühren. Und deine Fingerspitzen berühren auch leicht den Boden. Schau, dass du hier dich hier zusammenklatschst.
sehe, das ist hier die Bauchspannung kontinuierlich zu halten. Ich hoffe, ihr spürt das. So, wir haben noch 15 Sekunden davon. Letztes Mal. Und locken. So, jetzt müssen wir einmal hier Seiten wechseln. Komm, geh mit dem Ellbogen unter der Schulter. Vorderes Bein ist lang, hinteres Bein aufgestellt. Wir tappen hier nach vorne, hinten und gehen hier nach oben. Tap nach vorne, ziehen das Bein lang. So, 30 Sekunden. Auf geht's, ihr Lieben. So, ihr wollt eine Zugabe, ne? 15 Sekunden. Ach, das ist ja qualvoll. Come on. Auf geht's. Noch 4, 3, 2, 1. Gut. Einmal auf den Rücken. Crunch hier zusammen. Ellbogen, Schultern zusammenpressen. Und jetzt gehen wir langsam nach hinten, tappen auf den Boden und ziehen sie hier zusammen. Ich mache das hier im moderaten Tempo. Schon liebe, dass du dich hier zusammen crunchst. So, ein Drittel schon geschafft. So. Nee, noch nicht ganz am Ende. 15 Sekunden. Ach, dir liegt es doch auch, ne? Genauso wie ich. Oh yes. Mein Bauchmuskel freut sich. Und geschafft. Sehr gut. Perfekt. Komm einmal nach oben. Yep. So. Letzten zwei Übungen. Ja, da geben wir hier nochmal Vollgas. So, wir, zeigt euch Übung Nummer 1. Wir kommen hier in eine tiefe Kniebeuge. Hände am Kopf. Jetzt machen wir 4 Schritte nach vorne. Der Duckwalk und wieder 4 Schritte zurück. Okay, Übung Nummer 1. Übung Nummer 2 ist die Invert Plank. Beine sind lang, jetzt kommen wir einmal hoch, ziehen abwechselnd, die Knie ran, senken wieder ab. Okay, komm hoch, andere Seite, starte zuerst und die wieder tief. Das sieht einfach aus, ist aber hier ordentlich knackig. So. Ah, jetzt ist schon ganz heiß drauf. Alright. Aha, ihr habt noch Energie. So, komm hier einmal in eine tiefe Kniebeuge, Hände am Kopf, Rücken lang, langsam. 4 Schritte, vor. Vor, vor und vor und wieder hier zurück. Rück, rück und rück. Komm nochmal vor. Und hier wieder zurück. Sehr gut. Bleib hier tief. Ich weiß, dass es viel ist, aber euer Hintern wird es euch wieder danken mit Muskelkarte. Wenn du mehr willst, darfst du die Hände nach vorne nehmen. Lass den Rücken lang. Und setze dich hier möglichst tief nach unten. So, auf geht's. 15 Sekunden. Setz dich noch ein bisschen tiefer nach unten. Auf geht's. Letztes Mal vor. Und wieder zurück. Sehr gut. Beine mal auslockern. Auf die Matte mit euch. In die Inverted Plank. So, wir starten hier unten. Strecken uns, ziehen die Knie abwechselnd an. Auf geht's. Hoch, anziehen.
und absenken. Wir starten immer abwechselnd. Wichtig hier, Punkt. Schieb nach oben. Dein Körper bildet wieder eine senkrechte Linie. Komm mal. Sehr gut. Ein paar Sekündchen noch. Zieh die Knie schon richtig zur Brust ran. So, 15 Sekunden. Oh, ich weiß, das ist fies. Zwei, ne? So, ein letztes Mal. Pause. Oh, es sind nur 15 Sekunden. Das heißt, wir müssen schon wieder aufstehen. Runde 2. Wir starten mit dem Duckwalk. Setz dich hier schön tief, Hände am Kopf. 4 Schritte nach vorne, auf geht's. 4, 3, 2, komm nach hinten. 4, 3, 2, nach vorne, auf geht's. Und du bleibst hier. Schön tief. Schau, dass dein Rücken lang ist. So, Endspurt, 15 Sekunden. Uhu. Letztes Mal zurück. Und hier mal locken. So, und nach unten mit euch. Letzter Durchgang. Für den Wordplay. Letzten 45 Sekunden Belastung. Auf geht's. Yep. Oh, es sind keine 30 Sekunden mehr. Jetzt heißt es Zähne zusammenbeißen. Achtet auf eure Zunge bitte. Und hier weiterarbeiten. 15 Sekunden für dich und deinen Body. Letztes Mal. Und geschafft. Sehr gut. Leg dich hier einmal auf den Rücken. Du hast es geschafft. Zieh mal deine Knie ran. Schließe die Augen. Massiere mal deinen unteren Rücken hin und her. Ah, genieße es. Ah, dass sich dein Puls so langsam wieder im Normalbereich nach unten fährt. Rollchen einmal Wirbel für Wirbel. Hier, mit Schwung in den Schneidersitz. Atme nochmal hier tief nach oben ein. Tief nach oben einatmen. Und hier aus. So, dann habt ihr es geschafft. Das war hier ein Durchgang. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Vielen Dank, wollte ich sagen. Ach, wird Zeit für was zu trinken. Macht's gut. Ciao, ciao. Wir hören uns. Bis bald. Euer Markus.